Be you, be X1. Damit macht Fliegen Spaß. Doch für wen ist es eigentlich geeignet? Für jeden, der irgendwie Dreieck fliegen will. Und vor allen Dingen für jeden, der lange Dreieck fliegen will, der komfortabel Dreieck fliegen will und vor allen Dingen, wer sicher fliegen will. Der komfortabelste Sitz in der Luft. Sogar so gemütlich, dass man im Sitzen schläft. Medical Free bedeutet ja eigentlich nur, dass die Leute, die eigentlich einen Handicap haben, fliegerärztlicherseits nicht mehr fliegen zu dürfen, jetzt doch die Möglichkeit haben, auch noch in die Luft zu kommen. Und was macht eigentlich das Fliegen jetzt so sicher? Ja, liegt ja eigentlich auf der Hand. Im Grunde genommen ist das Fliegen mit einem Gleitschirm ohnehin eh sicher. Das liegt zum einen daran, dass wir eigentlich eine relativ geringe Geschwindigkeit haben, dass man selbst bei schlechten Landungen eigentlich da immer noch heil von weggehen kann. Das ist ein Riesenvorteil. Aber bei unserem Gerät, speziell beim X1, hast du jetzt eine breite Hinterachse. Das Umfallen ist deutlich reduziert, die Gefahr. Wir haben super gute Federung, das heißt, hinten haben wir doppelte Federung, einmal eine GFK-Achse und zum anderen noch die Stoßdämpfer, die rechts und links an jedem Rad sind, vorne natürlich auch, die dämpfen alles weg. Und das Gerät ist ansonsten natürlich nach deutschem Standard gemessen, getestet und auch als sicher eingestuft. Und so kann man eigentlich auch mit ganz schweren Leuten richtig sicher unterwegs sein. Wir haben einen Tank, der eigentlich wunderschön in den Rahmen integriert ist, der 30 Liter fasst, das heißt mit bis zu 10 Flugstunden möglich, kommt ein bisschen auf den Motor drauf an. Und die zweite Funktion, die er auch inne hat, ist die Rückenlehne für den Motor. Die besonderen Features fürs Cockpit: Höhenmesser, Wasser- und Öltemperatur, Stundenzähler, GPS und Drehzahlmesser. Geplant und konzipiert im Computer und später umgesetzt in der Werkstatt. Wir haben im Grunde genommen zwei optimale Motoren. Die haben beide 1,40 Meter Propellerdurchmesser. Hier der Viertakter als Dreiblatt und hier als Zweiblatt ein Zweitakter. Passt ja schön, Zweitakter, Zweiblatt. Die Unterschiede sind eigentlich relativ groß bei den Geräten. Der Viertakter ist leiser und hat einen geringen Verbrauch. Der Vorteil beim Zweitakter ist ein anderes Ansprechverhalten vom Motor. Ist ein kerniges Geräusch, weil halt eben Zweitakter da ist. Er ist leichter und preiswerter. Das kann man in meinem Schnelldurchgang so erklärt haben.
Also unser Viertakter zeichnet sich dadurch besonders aus. Er hat eine Einspritzanlage, eine kennfeldgesteuerte Einspritzanlage und digitale Zündung, sodass der Motor ein perfektes, optimales Management hat. Mal wenn ich zum Beispiel erwähne, er hat ein Höhenkompensationssystem an Bord. Das heißt, je höher ich fliege, desto mehr magert der Motor ab, was man halt eben auch so beim Fliegen wünschen würde. Das heißt also, du kannst mit dem Motor maximal hoch, ohne da irgendwas zu berücksichtigen vorher. Er stellt sich selber ein. Mit dem 30-Liter-Tank kann ich bis zu 10 Stunden fliegen, vielleicht sogar mehr, kommt ein bisschen auf den Schirm drauf an, den wir haben. Noch ein Vorteil bei dem Motor ist, er hat eine Fliehkraftkupplung, das heißt also der Motor treibt den Propeller nicht gleich an, auch wenn er im Standgas läuft. Wir haben eine Wasserkühlung, das heißt, der Motor kann, solange er Wasser hat, niemals zu heiß werden. Das heißt also Vollgas bis zum bitteren Ende. Unser Motorenprogramm ist recht groß und deswegen kann man auch viele verschiedene Motoren nehmen, die wir haben. Aber richtig Spaß macht es nur, wenn man Motoren nimmt, die auch richtig Leistung haben. Diese hier bieten dir ein gutes Steigen, so bis 3 Meter. Kommt ein bisschen darauf an, welcher Schirm, welches Gewicht da dran hat. Wir haben auch diverse andere Rucksackmotoren, die man da einfach dranhängen kann. Das ist ja unsere bewährte Technik, sie einfach nur gegenzuhängen. Kann man nehmen, aber meine Devise, bigger is better. Das heißt, gib ihm Leistung und du hast richtig viel Spaß. So, welchen Schirm nehmen wir? Heute treibt fliegen, also nehmen wir den Relax. Hier ist mein Relax. Mein Relax 25. Da ich heute treibt fliegen will, ist es genau der richtige Schirm. Die 25 Quadratmeter sind nicht zu groß und vor allen Dingen ist ein Schirm für jedermann. Das heißt für einen Beginner, für einen Fortgeschrittenen oder auch für einen Genussflieger. Ein Schirm, der leicht startet, hat bis 300 Kilo Anhängelast und kann also sozusagen auch doppelsitzig geflogen werden. Hat Spurtreue, er ist einfach zu bedienen und Fehler verzeihen. Also, da wollen wir mal loslegen. Oh, 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 Flugzeit! Thank you.